Hallo, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Ich heiße Gerhard Wipiewski, bin 54 Jahre alt und kandidiere als Spitzenkandidat der Bayerischen Finanzgewerkschaft bei den Wahlen zum Hauptpersonalrat im Finanzressort. Das kommt nicht von ungefähr. Ich bin seit 10 Jahren inzwischen der Vorsitzende des Hauptpersonalrats beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und, wie es heute heißt, für Heimat. Und ich bin seit 2013 auch der Vorsitzende der Bayerischen Finanzgewerkschaft. Ja, das sind die Funktionen, die ich heute innehabe. Ich habe vor langen Jahren gewissermaßen ganz jung und ganz klein begonnen, noch vom Studium in Herrsching beginnend in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Ich war dann Landesjugendleiter der Bayerischen Finanzgewerkschaft. Aber, und das hat mir für meine heutige Arbeit sehr, sehr viel gegeben, ich war auch 17 Jahre lang an der Basis, nämlich an meinem Heimatfinanzamt Memmingen, nicht nur Betriebsprüfer, sondern ich war 17 Jahre lang Ortsverbandsvorsitzender der BFG. Und in diesen 17 Jahren auch 7 Jahre Personalratsvorsitzender vor Ort. Warum kandidieren Sie für den HPR? Als Vorsitzender des Hauptpersonalrats habe ich in den vergangenen 10 Jahren meine Arbeit immer ganz stark darin gesehen, für die Beschäftigten im Finanzressort, gleich ob Steuerverwaltung, Vermessungsverwaltung, Schlösserverwaltung, Lotterie, Staatsfinanz, für all unsere Beschäftigten möglichst klare, möglichst positive Regelungen zu schaffen und dann dafür zu sorgen, dass diese Regelungen auch eingehalten werden. Das steht im Zentrum meiner Arbeit und daran möchte ich auch in den kommenden 5 Jahren weiterarbeiten. Ich sehe in dieser offenen, klaren Regelungssituation sehe ich einen ganz, ganz starken Vorteil unserer Verwaltung gegenüber anderen Verwaltungen und vor allem darin, dass diese Dinge für jeden Beschäftigten offen und klar zutage liegen und jeder weiß, woran er ist. Was ist Ihnen für die kommende Amtszeit besonders wichtig? Wir haben als BFG schon vor 2 Jahren bei unserem Gewerkschaftstag das Motto in den Mittelpunkt gestellt: Der Mensch bestimmt den Prozess. Und das, glaube ich, ist auch für die kommenden 5 Jahre ein ganz, ganz zentraler Ansatz, denn wir müssen uns im Klaren sein, wir sind zwar als Finanzverwaltung in der Digitalisierung so weit wie keine andere Verwaltung, aber es gibt hier noch ganz viel zu tun. Und bei dem, was da auf uns zukommt an Herausforderungen, muss der Mensch nicht nur im Mittelpunkt stehen, sondern es muss auch der Mensch sein, der die Regeln vorgibt. Es muss der Mensch sein, der bestimmt. Es darf nicht dazu kommen, dass der Mensch dem Computer dient, sondern es muss klar umgekehrt sein. In diesem Sinne, glaube ich, müssen wir in den kommenden 5 Jahren mehr denn je als Personalvertretung unterwegs sein. Welche Aufgabe haben Sie in der BFG? Als Vorsitzender der Bayerischen Finanzgewerkschaft ist es meine Aufgabe, natürlich vielfältig die Entwicklungen für unsere Beschäftigten, für unsere 13.000 Mitglieder voranzubringen. In der Kombination als Vorsitzender des Hauptpersonalrats arbeite ich natürlich auch an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik. Und darin liegt eine zentrale Aufgabe meiner Arbeit. Denn da, wo für den Personalrat die Möglichkeiten enden, da gehen sie eben als Gewerkschafter weiter und den Kontakt nicht nur in die Spitze des Finanzministeriums zu halten, hier eine Vertrauensbasis zu pflegen, sondern auch die Arbeit mit den Fraktionen im Bayerischen Landtag zu suchen,
den Kontakt zu pflegen in die bayerische Staatsregierung hinein. Das sind ganz wesentliche Aufgaben, die meine Arbeit bestimmen, die ich als Leitlinie meiner Arbeit sehe. Nur in dieser Kombination, glaube ich, können wir für unsere Mitglieder und unsere Beschäftigten die optimalen Ergebnisse erzielen. Und ich denke, wenn wir zurückblicken auf die letzten 10 Jahre, es sind die Jahre, in denen ich die Verantwortung getragen habe, dann blicken wir zurück auf sehr erfolgreiche Jahre und daran möchte ich weiter arbeiten, dass diese erfolgreichen Zeiten weitergehen. Wollen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen noch etwas im Hinblick auf die Wahl mitteilen? Am 22. Juni sind Personalratswahlen. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Machen Sie frühzeitig von der Möglichkeit zur Briefwahl Gebrauch und stellen Sie so sicher, dass Ihre Stimmen rechtzeitig beim Wahlvorstand eingehen. Machen Sie sich aber vorher ein Bild von der Arbeit der BFG und ihrer Personalräte in den vergangenen 5 Jahren. Denn es muss natürlich darum gehen, nicht nur alle 5 Jahre kurz vor der Wahl in Erscheinung zu treten. Es braucht Personalräte, die Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für die Beschäftigten im Einsatz sind. Deshalb informieren Sie sich auf www.personalratswahlen.bayern oder den weiteren Medien der BFG über unsere Arbeit. Sorgen Sie mit Ihrer Wahl dafür, dass Sie auch künftig die beste Vertretung erhalten.